heute bei euch in Hall, also bei dem Stand von euch. Was macht euer Produkt aus? Also was bietet ihr an? Ja, wir von der Firma Hall 1993 haben den Rollschleifer entwickelt, mittlerweile seit 3 Jahren auf dem Markt. Und unsere Mission ist eigentlich, jedem ein Profi-Ergebnis, eine Profi-Schärfe zu ermöglichen. Denn unser Motto ist immer, niemand will Messer schleifen, aber jeder braucht scharfe Messer. Ja, und damit ist es möglich. Okay, und mit was genau macht ihr das dann? Also wir haben den Rollschleifer selbst und die Magnetschleiflehre. Hinter mir seht ihr jetzt auch mein Vater, den Ottmar, der gerade fleißig am Erklären ist. Wir halten die Griffrolle in der Hand, bewegen ihn hin und her, dann dreht sich die Schleifscheibe zum Schleifen selbst. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Da kommt es immer darauf an, wie gut wird der Winkel eingehalten. Und da hilft uns die Magnetschleiflehre. 15 Grad für jedes Messer, für jedes Küchenmesser, der Idealwinkel. Schleifen wir 10 bis 12 Bewegungen pro Seite. Mit der Rückseite ziehen wir die Oberfläche ab. Wir schleifen von beiden Seiten natürlich. Und Ihr Messer bekommt in kürzester Zeit eine feine neue Oberfläche. Du kannst es ja immer noch. Kurzer Abzug. Ja, ja. Über das Leder und wir haben ein wunderbar geschärftes Messer. Also es ist so, dass mein Vater jahrelang Konstruktionsleiter in einem großen Maschinenbauunternehmen war. Ich komme aus dem Grafik- und Marketing-Gewerbe. Und dann habe ich irgendwann erste Prototypen von meinem Vater tatsächlich im Keller entdeckt, kann man so sagen. Und es verlief damals im Sande und wir haben das jetzt marktreif gemacht, seit November 16. Und im Allgemeinen bleibt dann nur noch zu sagen, halbzeitscharfe Messer. Und jetzt sind wir 10 Mitarbeiter in Freiburg und das Ganze wächst prächtig und sind froh jetzt, dass wir hier im Sindelfingen sein können. Ja. Schön, dann bin ich gespannt, wenn ihr es mal vorführt und dann kommen wir auf jeden Fall in Freiburg mal vorbei. Gerne, also seid herzlich eingeladen. Ja, gerne, zeigen wir es euch mal.